meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen einen Vortrag halten über das Thema Couven, das Musikalische in der Barockarchitektur. Sie müssen entschuldigen, wenn ich nicht frei spreche. Wenn ich das täte, würde ich derart aus... geht nicht. Ich muss mich wirklich ein bisschen zusammenreißen, weil es gibt so viel über Couven zu sagen. Als ich gefragt wurde, ob ich zum Jubiläum Couvens einen Festvortrag halten könnte, hatte ich sofort ein Bild vor Augen. Mich erinnert Barockarchitektur immer an ein Notenblatt. Einen verschlungenen Notenschlüssel, der das Werk quasi übergiebelt, und eine Zeile von 16 Noten, deren Rhythmus das grafische Bild einer Barockfassade ausfüllt. Die heutige Architektur erscheint mir dagegen wie die moderne Musik mit ihrer Betonung eines monotonen, kreislaufbeschleunigenden Rhythmus auf weniger kunstvolle Zeiten zurückzugreifen. Es sei denn, man fühlte sich an einen sehr reduzierten barocken Generalbass erinnert. Wir leben im Zeitalter allumfassender Möglichkeiten einer virtuellen Welt. Der Vortrag soll nun versuchen, Menschen des 21. Jahrhunderts in die technisch reduziertere Situation Couvens zu versetzen. Der Vortrag soll deshalb auf alle modernen Möglichkeiten der digitalen Illustrierung verzichten. Er soll versuchen, die besten Bilder hervorzurufen, die bei einem Vortrag vor unterschiedlichen Zuhörern präsentiert werden können, die der eigenen Fantasie. Die Fantasie ist eines der wertvollsten Mittel des schöpferischen Menschen. Und Couven war ganz unbestritten ein ungewöhnlich kreativer Mensch. Er arbeitete an Dom und Rathaus, schuf das erste Aachener Theater und als Bürger einer freien Reichsstadt baute er Schlösser für den rheinischen Adel und den Fürstbischof von Lüttich, sowie als Katholikkirchen, sogar für Protestanten. Man könnte sich den Werken Couvens widmen, doch sie haben eine viel bessere Möglichkeit. Sie können die erhaltenen Bauten und ihre Wirkung anlässlich eines Konzertes erleben. Ein doppeltes Erlebnis. Musik erzielt ihre Wirkung über das Gehör, Architektur wendet sich über das Erscheinungsbild den Äußerlichkeiten zu. Man empfindet Kunst zunehmend als geniegebunden, also personenbezogenen Ausfluss des Schöpfertums. Beim Entwurf gewinnt im Sinne des Wortes der erste Wurf eines Stararchitekten eine immer größere Bedeutung. Wenn heute dem Genie gehuldigt wird, so war es in Renaissance und Barock der vorgeprägte Form- und Proportionskanon. Das bedeutet, dass ein Künstler im Rahmen der Zeitströmung gesehen werden muss, die gerade en vogue sind. Will man etwas über die Bedingungen des Baumeisters Couven wissen, so stellt man fest, dass es eigentlich sehr wenig belastbare Quellen gibt. Sie müssen wie ein archäologischer Fund durch Analogschlüsse quasi stratigraphisch erschlossen werden. Das hat Anke Kappler überzeugend geleistet. Couven griff auf die architektonischen Grundlagen zurück, die Vitruv nach griechischen Vorbildern entwickelt hatte und die von Alberti und Palladio für die Renaissance aufgearbeitet worden waren. Anke Kappler zeigt, wie dieses Wissen über französische Veröffentlichungen als Vorlage auf Couven wirkt. Um mehr von Couvens Bedingungen zu erfahren, sind mehrere Zeitreisen nötig, die einen Festvortrag sprengen würden. Deshalb möchte ich Sie zu eigenen Zeitreisen auf den Spuren von Begriff, Stil und kultureller Umwelt durch das Anreißen der genannten Themen anregen.
Bevor versucht werden kann, sie auf Kuvens Welt einzustimmen, muss zunächst darauf hingewiesen werden, dass die meisten Begriffe seit seiner Zeit eine andere, meist verengende Färbung angenommen haben. Die schleichende Begriffsverschiebung im Laufe der Generation erzeugt ein von geschichtlichen Vorgängen abweichendes Bild. Auch die heute übliche digitale Betrachtungsweise täuscht darüber hinweg, dass bei ihr analog ablaufende Vorgänge zwar klarer, jedoch verkürzt erscheinen müssen. Auf der anderen Seite werden bisher unerklärbare Phänomene durch Algorithmen und die Chaostheorie beherrschbar gemacht. Die Chaostheorie hat wie der barocke Formenkanon mit Theorie und Chaos griechische Vorfahren. Theorie, griechisch Theoria, Betrachtung, Anschauung, ist der Versuch, wissenschaftlich eine systematische Erklärung eines Phänomens zu erreichen. Wegen des von ihm empfundenen Begriffschaos griff Kuven für seine Theorie über die Säulenordnung auch auf griechische Vorbilder zurück. Theorie soll das Stichwort sein für die Zeitreise Stil. Mit der um 1900 erfolgten Aufteilung der Geschichtswissenschaften in Spezialfächer, wie zum Beispiel der Bau- und Kunstgeschichte, wurde die heutige Betrachtungsweise erst ermöglicht. Der Blick jedoch gleichzeitig eingeengt. Auf gleiche Weise erleichtert die Einteilung der Kunstgeschichte in Stile deren Erkenntnis, vermittelt aber zugleich klar abgeschlossene einheitliche Epochen, im Gegensatz zum deutlich unterscheidbaren Abschnitt ist die Geschichte während ihres Geschehens ein fortlaufender Prozess. Die Spezialisierung macht deutlich, dass sich die Architektur von ihren ursprünglich umfassenden Zielen entfernt hat. Zur Zeit Kuvens von 1701 bis 1763, vor über einem Vierteljahrtausend, sah man die Architektur als Mutter aller Künste. Vieles, was damals von einem Baumeister ganz selbstverständlich erwartet wurde, nehmen heute Fachingenieure dem Architekten ab. Die Existenz der bereits erwähnten ästhetischen Gesetzmäßigkeiten, die Kuven über die Standfestigkeit und Nutzbarkeit seiner Bauten hinaus zu betrachten hatte, ist heute aus dem Bewusstsein weitgehend gewollt verbannt. Seinen bereits erwähnten Werken über die Säulenordnung und verschiedene Anmerkungen auf Plänen ist zu entnehmen, wie weitgehend der Einfluss der 10 Bücher der Architektur von Vitruv auf die Architektur war. Und Aachen ist für dieses Thema der prädestinierte Ort. Bereits das Mauerwerk der Pfalz und ihrer Kapelle ist nach den Regeln von Vitruv errichtet worden. Es weist mit seinen deutlichen Spuren der Karolingerzeit noch heute auf die Nachhaltigkeit hin, die mit diesem Regelwerk zu erreichen war. Doch die Beschäftigung Kuvens geht in eine ganz andere Richtung, in die der Ästhetik, die seit einem halben Jahrtausend unsere Umwelt prägte. Die Renaissance hatte, wie bereits gesagt, an die Gestaltungsideale der Griechen angeknüpft. Die großen Kunstwerke und Theorien Italiens entstanden. Die Wiedergeburt eroberte das antike Wissen zurück und nahm es auf seine Weise in Besitz. Die heute beliebte und an unmöglichen Orten auftauchende Zeichnung des Mannes in Kreis und Quadrat von Leonardo da Vinci, die hat zwar einen anderen Titel, aber ich glaube, wenn ich sie so beschreibe, ist es deutlicher, was ich meine, beweist, dass die Renaissance nicht mehr auf einen göttlichen,
sondern auf einen menschlichen Maßstab zurückgegriffen hatte. Auf den Zoll, der Daumenbreite, die Spanne, die Elle, den Fuß im Verhältnis zur Körpergröße. Um dem Menschen auf die Spur zu kommen, hatte Leonardo sogar Leichen seziert, die von den Griechen entdeckten optischen Gesetze wurden in Gemälden und Theorien zur Perspektive weiterentwickelt. Das Verblüffendste ist, die Erkenntnis all der von den bildenden Künstlern benutzten Maßverhältnisse ging zurück auf die harmonische Teilung, zu der Pythagoras über die Musik gelangt war. Zurück zur Renaissance, die sich mit dem Übernehmen antiken Wissens von den bisher unüberschreitbaren kirchlichen Dogmen in der Weltbetrachtung löste. Zunächst wurde das wiederentdeckte Wissen akribisch nachvollzogen. Mit dem Barock folgte der Schritt aus den starr übernommenen klassischen Gesetzen heraus. Die Proportionen der Renaissancekunst wurden in Richtung der unregelmäßig schiefroten Perle weiterentwickelt. Zum ersten Mal entwickelten sich zwei deutlich unterscheidbare Kulturräume, der französische und der deutsche. Nirgends wird der Unterschied so deutlich wie beim Vergleich der Beispiele des süddeutschen und des französischen Barocks. Mit den Bauten Ludwigs des 14. begann eine Ausrichtung an Frankreich. Diese Wirkung war so groß, dass selbst die aus dem Kernland des deutschen Barocks stammenden Pfalz-Neuburger ihr Schloss Jägerhof in Düsseldorf von Kuchen und nicht von einem Architekten aus Süddeutschland bauen ließen. Kuchen lebte in einer zwischen Frankreich und dem übrigen Europa vermittelnden Region. Damals wurde die Bedeutung dieser Region noch nicht so verkannt wie heute bei der Wahl der Kulturhauptstadt Europas. Damals war Kuchen die erste Wahl. Ebenso wie die Stile selbst veränderte sich auch die Sicht auf die Stile. Um 1920 war das Barock die Zeit der Gegenreformation. Um 1970 war der Kunstgeschichte wichtig, dass das Barock die statische antike Harmonie in eine dynamische verwandelte, dass es die Welt in ihrer sinnlichen Wirklichkeit suchte, den unbegrenzten Raum in seine Gestaltung einbezog. Die Baugeschichte allein erklärt jedoch nicht, wie sich das von allen bisherigen Stilen unterscheidbare Barock mit seinen neuen Kompositionen entwickeln konnte. Erst recht gibt es keine Antwort für die Aachen-Lütticher Variante. Für den Vergleich der Geschichtsforschung auf eine erfolgreiche Spur zu setzen, möchte ich Sie mit den spärlichen Angaben eines Fahrplans für eine eigene Zeitreise kulturelle Umwelt verführen. Die bei der Betrachtung des Barocks unübersehbaren kosmischen Ambitionen des Sonnenkönigs bringen die Erkenntnisse Keplers ins Spiel. Kepler wollte den mathematisch-physikalischen Grundlagen auf die Spur kommen, nach denen Gott das All geschaffen hatte. Erstaunlicherweise brachte ihn die Idee der Sphärenmusik zu seinen Erkenntnissen zur Berechnung der Planetenumlaufbahn. Keplers Berechnungen mussten ähnlich revolutionär gewirkt haben, wie im Ende des vergangenen Jahrhunderts die Raumfahrt. Die Musik scheint eine bisher wenig beachtete Wirkung aufs Barock gehabt zu haben,
Waren es vielleicht Keplers elliptische Planetenbahnen, die die Vorliebe des Barocks für die Ellipse begründeten? Darüber hinaus macht Kepler deutlich, dass die Einheit zwischen Philosophie und Architektur im Barock genauso getrennt wurde wie die Einheit des Stils. Philosophiegeschichtlich befinden sich die Baumeister des heiteren Barocks nämlich in der Epoche des Rationalismus. Epochenübergreifend gilt, für das Werk eines Architekten und Malers spielen nicht nur die Vorbilder oder die Bau- und Maltradition eine Rolle, überhaupt nicht der Stil, jedoch besonders seine Weltsicht. An der barocken Architektur sind nicht nur deren stilistische Vorfahren zu erkennen, sondern auch der Rückgriff der Renaissance auf den umfassenden Wissenschaftsbegriff und das Menschenbild der Antike. Am überzeugendsten war darin das Werk Leonardo da Vincis. Doch zwischen da Vinci und Couven lag der gleiche Zeitraum wie zwischen uns und Couven. Ein Vierteljahrtausend. Was konnte da alles geschehen? Leonardos heimliche Sezierungen fanden inzwischen in Leiden und Padua öffentlich statt. In einer Zeit, die vergleichbar wissenschaftsgläubig war wie unsere, führten die Erkenntnisse über das Funktionieren des menschlichen Organismus zu der heute wiedergeläufigen Idee, Menschen funktionierten wie Maschinen, seien ähnlich reparier- und manipulierbar. Der Universalgelehrte René Descartes hatte die Welt nach mathematischen und mechanischen Prinzipien umfassend erklärt. Gott war zum genialen Konstrukteur dieser Welt geworden. Er erließ für die Weltenharmonie die Naturgesetze. Die Erklärbarkeit aller Vorgänge, die Idee der Erklärbarkeit aller Vorgänge übernahm die Barockmusik. Einer der bekanntesten Barockmusiker, Philipp Emanuel Bach, schrieb ganz selbstverständlich über einen Begriff, der uns heute relativ fremd geworden ist, über die Affekte. Nach der Effektenlehre konnte der Mensch durch Musik gelenkt werden, wenn der Komponist nur die richtigen Affekte ansprach. Der Begriff Affekt, der auf das griechische Pathos zurückgeht, meinte damals weitergefasst Stimmungen, Gemütsregungen und Leidenschaften. Der bekannte Musiker Johann Mattheson berief sich in seiner Darstellung der Affekte auf Descartes, der in die Leidenschaften der Seele sechs Grundaffekte aufzählte: Verwunderung, Liebe, Hass, Begehren, Freude und Traurigkeit. Sie bildeten die Resonanz, griechisch Sympathia, auf die Musik. Denn die Resonanz, wenn die Resonanz nicht zu erreichen war, hatte der Musiker die Affekte nur nicht richtig dargestellt. Damit taucht in der Kunst zum ersten Mal die Frage auf, die heute verpönt ist: Warum? Wie alle Zeitgenossen kannten die Barockbaumeister die Affekte und setzten sie bei den von ihnen inszenierten optischen Eindrücken ein. Welche Empfindungen aber wollte Couven auslösen? Couven gliederte sich nicht nur selbst in die Reihe der Theoretiker ein, er war der Erste,
in einer Reihe von Architekten, die Aachens grenzüberschreitende Ausnahmeposition deutlich machen. Ich denke dabei an Kloisener, Krämer, Henrici, Eberbeck, Schwarz und Böhm. Es stellt sich noch die Frage, ist heute die Wirkung der Gemütsregung in der Architektur wieder vergessen? Das ist zu befürchten. Die befreiend wirkende Baukunst der Zeit Couvens führte kein Dreivierteljahrhundert später in der Architektur zu der Frage, in welchem Stil sollen wir bauen? Im Protest gegen diese Frage geriet die Baukunst in das Fahrwasser, in dem sie sich heute befindet. Mein Vortrag wird das nicht bewirken. Dennoch hoffe ich, dass die zu Couvens Zeit nicht nur für die Musik bedeutsamen Gemütsregungen wieder von Architekten entdeckt werden. Dass an Couven und seinen Bauten immer noch viel Unbekanntes zu entdecken ist, das weiß ich. Vielleicht haben meine Worte dazu angeregt, Couven und seine Zeit, aber auch die einzigartige Region, in der er wirkte, immer noch besser kennenzulernen. Ich danke Ihnen.